Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Nochmal Stichwort Eigenkapital. Ja. Wie viel sollte man da eigentlich haben? Kann man da einen Prozentsatz sagen vom Kaufwert irgendwie? Oder? Also sagen wir, die Nebenkosten sollten Sie immer haben. Ja. Ja, auch da gibt es hin und wieder mal eine Ausnahme. Aber wie gesagt, diese Schleswig-Holstein, sagen wir 12%, sonst rechnen Sie, wenn Sie noch nicht wissen, ob Sie in Schleswig-Holstein kaufen oder in Hamburg, dann rechnen Sie am besten mit 13% Nebenkosten. So, die brauchen Sie auf jeden Fall. So, und alles andere darüber hinaus ist klasse. Das heißt aber nicht, dass Sie es wirklich auch einsetzen sollen, sondern dass Sie einfach wirklich einen Puffer haben. Da gebe ich Ihnen eine ganz klare Empfehlung. Gerade wenn es um Neubau geht, setzen Sie erstmal nur Minimum das an Eigenkapital ein, wo die Bank auch sagt, das müssen wir unbedingt haben. Ja? Ich hatte jetzt wieder Kunden, 400.000 war der gesamte Kauf- oder Baupreis. Die hatten ganz viel Eigenkapital, wollten auf Teufel komm raus nur 250.000 finanzieren. Er hat gesagt, bitte, mach 280, dann habt ihr 30 in der Reserve. Nö, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Architektin ist klasse, die kennen wir aus dem Bekanntenkreis, hat alles gerechnet. Hm? 3 Monate später, nach Baubeginn, kam der Anruf, ja, wir brauchen noch 25.000 extra. Ich habe mir den Kommentar gespart, habe ich ja gewusst, aber gedacht habe ich zumindest. Und dann kam, unsere Architektin hat den Außenputz vergessen. Ich so, super Architektin, super! Aber sie kommt aus dem Bekanntenkreis, ne? 3 Euro bei den Gebühren gespart, aber dafür hat sie 20.000 beim Außenputz vergessen. Das ist scheiße. Ja, und jetzt kommt der Hammer, die kamen 2 Monate später nochmal und brauchten nochmal 25. Das ist das Ätzendste, weil da müssen wir bei der Bank wirklich bitte, bitte machen. Ja? Ich mache das in der Regel andersrum, dass ich sage, okay, wenn Sie sagen, Sie brauchen 200.000 und das ist finanzierbar, dann finanziere ich Ihnen lieber 230.000, dann machen wir die 30.000, die finanziere ich Ihnen so. Wenn Sie wirklich sagen, Sie brauchen die nicht, dann können Sie der Bank jederzeit auf den Schalter knallen und sagen, hier habt ihr euer Geld zurück, kostet keine Vorfälligkeitsentschädigung. Ja? Dann ist das der schlauere Weg. Also lieber vom Prinzip, wenn das geht, bei der Bank zu viel beantragen, ja, dass sie einen Puffer haben, und zwar egal, ob es Neubau ist oder gebraucht, weil beim Neubau, wie gesagt, kann der Putz vergessen werden und beim Altbau kann es sein, dass sie sagen, Mensch, der Fußboden ist Schrott oder der ganze Estrich ist im Eimer, ja, was man vorher nicht sehen konnte, und jetzt müssen wir das alles neu machen. Oder sie sagen, Mensch, Heizung muss jetzt doch neu. Und statt jetzt wieder Heizkörper machen wir Fußbodenheizung. Aber dadurch wird das Ganze viel teurer. Ja? Dann haben Sie einen Puffer. Ganz wichtig. Also deswegen Eigenkapital, mindestens diese 13% Nebenkosten. Wenn es mehr ist, ist auf jeden Fall gut und Sie können viel ruhiger schlafen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar. Und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage, einfach hier unten. Und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt.